Willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Super Mario Maker 2 One Level per Day. Wendys Unterwasserschloss. Du befindest dich diesmal in einem überfluteten Schloss und Wendy auch. Danke, Edel, danke. Und ich sehe schon, da oben ist eine Siegesbedingung. 4,50% ist die Abschlussrate, 18 erfolgreiche von 400 Versuchen gab es. 85 Leute haben es gespielt, 8 Herzen hat es bekommen und das Ganze im Mario Bros. 3-Stil. Ja, dann schauen wir mal, was die Bedingung ist und ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei diesem Video. Also was wir jetzt wissen, ist... Oh, hier gibt's einen Frosch. Leck, Romeo. Was wir jetzt wissen ist, wir müssen Wendy besiegen. Als Siegesbedingung, deswegen haben wir keine Checkpoints und ich hasse es. Unter Wasser. Aber immer noch besser als Luftballon. So, schnell durch. Lang. Achso. Oh nein. Shit. Das war knapp. Ich würde... Das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Okay. Komm, du hast hier irgendwas platziert, komm. Hier irgendwas platziert. Was ist ein Bum-Bum? Vereinfacht der Bum-Bum. Wo ist Wendy? Das Ding hätte mich sonst zerquetscht. Du willst also, dass ich jetzt Wendy besiege? Unter Wasser. Alter, Wendy. Hopp's hier nicht so rum. Okay. 1,69 ist in Ordnung als Restzeit. Kann ich mit leben. Okay. War eigentlich ein gutes Level. Hat mir Spaß gemacht. Mag jetzt zwar nicht so unter Wasser, gerade so mit dem Frosch, das ist so... Aber war in Ordnung und man sieht auch, man kann mit dem Frosch rein theoretisch schnell durchrushen. Also doch, mag ich ein Herz geben. Fand ich gut. Ich wollte jetzt, wie gesagt, nur noch ein bisschen an dem Design ein kleines bisschen feilen, aber das ist, wie gesagt, das Minimalste, wo man irgendwo noch dran arbeiten könnte. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro, haut rein. Tschüss.